Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 3, Drake's Deception Remastered. Wir sind hier immer noch in Kapitel 11. Ja. Und hier sind diese dämlichen Käfer wieder. Ja, warum attackieren euch die Käfer nicht? Verbreitet sich wie eine verdammte Seuche. Diese Scheißkäfer. Nein, lass mich nicht die Falle zu fallen. Ja! Ja. We'll open the door. Nein, geh weg, du scheiß Käfer. Oh, nein. Nein. I've had more than enough of those damn things. Wait, you knew about them? You were planning on telling me, right? Hey. Look at this. Let not the world deceive thee with its beauty. It is the dream of a dreamer. Mirage of the desert. Cup of death will be filled for thee. Lovely. It's all in English. Yeah. Yeah, it must have been Drake. Okay, so let me get this straight. Drake sails thousands of miles looking for this Atlantis of the Sands. And when he gets this far, what he finds here is enough to make him turn around, sail home, and hide all evidence of his voyage. Right. But you're gonna keep going, aren't you? Yeah. And for what? For treasure? Sully, he listens to you. Please make him stop. Yes, Sully, please, tackle me. What is wrong with you two? Elena, come on, we're just joking around. Listen, you've won, okay? You've outsmarted her. You know where to find the city, and Marlo doesn't. Why can't that be enough? Weil es nicht so einfach ist. Schon da. Okay. 32 Schuss. Das nehme ich gerne an. Das war. Achso, das war nur das. Oh oh. Sully, get down!
Uh-oh. Nein, nicht jetzt! Das ist verdammt blödes Timing. Oh mein Gott. Bitte verreck! Bitte stirb! Was? Ah, da. Nein! Get up back! Das war so oft so fucking knapp, ey. Leck mir am Arsch. Ist die Spielereihe echt geil, Junge. Ey, das ist doch echt keine anderen Hobbys, oder? Immer nur am Klettern. Ja, wie wär's, wenn du hochgehst? Achso. Jetzt seh ich's. Alright, watch it. I'm gonna send the ladder down. Alright, heads up. Got it. Give me your guns. Can't take them out on the street. Right. Much as I'd like to. Wo habe ich den ganzen Schuss aufgesammelt? Gotta make ourselves scarce before any more of them show. Erzähl mal, wie Charlie Cutter sich gefühlt hat, als sie die Drogen bekommen hatte. Get away from me. Easy now. Oh God. Oh God. Stay calm. Come with me. Alter. What the hell? Drake.
He's not here, Drake. You're on your own now. So, trust us. Follow me. No, I won't go. Don't resist. You're with us. Just listen to me. You know what we want. Don't let. I won't let them hurt you. Where is it? No. Give them to us. I don't know. Don't. Good. Yeah, I don't know. Please. I don't know. Where's
Und jetzt rennt das Weihai weg. Und was sie gerade gesagt hat, Drake, das ist natürlich nicht sein echter Name. Ziemlich verdächtig. Vielleicht würden wir dazu etwas im nächsten Teil herausfinden. Im vierten Teil. Aber... Klasse. Schurta! Wagif عندك Schurta! Wagif! Wagif, احنا البوليس! Und das sagt natürlich auch die Polizei hier. Und natürlich nicht ihn. Hallo, Talbot. Es geht viel schneller, wenn man es so macht. Oh. Ich krieg dich schon noch, Arschloch. Mach dir darüber keine Sorgen. Verarsch mich nicht. Soll nämlich denken, dass man da oben dann weiterlaufen muss, oder geht's in die Sackgasse? Aha. Dreckskerl. Jetzt ist er natürlich weg. Lass mich doch durch. Ja, danke für die geile Kamera, dass ich gerade schön alles sehen konnte. Hi. Allerdings. Ernsthaft? Warum schießt ihr auf mich? Mögt ihr die Engländer mehr als die Amerikaner? Ist es das? Alter! Oh Gott, zum Glück habe ich, zum Glück war die Aktionstaste X. Oh. Mit dem hätte ich jetzt ausweichen sollen. Ich habe auch gerade geblinzelt im Moment. Ey, aber dem bin ich jetzt ausgewichen, ich schwör's. Was?
Wo kam der jetzt her? يا صباح الفلافل والحمص والبابا غنوم. Remember me? Ramses. You should thank me, my friend. Right. Thanks. No, really. The English lady bade me to get rid of you. But me, I'm a nice guy. I saved your life. Right now, I am the only friend you got. Now you figure I owe you something. Is that it? Smart guy. I like that. You are way ahead of me. It is really a simple question. Aram of the Pillars. Of course. Where is it? I don't know, buddy. Bullshit. Look, even if I did know, my life wouldn't be worth very much once I told you. Now would it? You insult me. You're a pirate. And a good businessman. Give me some respect. Let's try this again. Where is Aram, Nathan? Look, you can torture me all you want. Okay. But I can't tell you what I don't know. Maybe so. We'll see if your friend is more cooperative. What? Who? Your friend, Victor Sullivan. I don't want to do this. At his age, it may be too much for him. Wait. No. You have given me no choice. Perhaps your friend will be more grateful for his life. Wait. Leave Sully alone! Bye, Nathan. You don't touch him! This is gonna be fun. Ich bin für nein. Don't want to tell us what we want to know, huh? Oh, diese Kapitel auf dem Schiff mag ich gar nicht. Laferkant. Ein Drink gefällig. Bin ich aber verprügelt, ey. Ey, ich hab doch nicht mal genug Zeit. Du kannst dich verpissen. Jeder guter Mann braucht auch ein gutes Werkzeug. Oh, Big Mama's in the house. Shit, where did you come from? Hm.
stay there. Please. Ganz mutig läuft er hier aus diesem Kampf und damit auch aus dieser Folge von Uncharted 3 Drake's Deception, und wir sehen uns beim nächsten Mal hier in Kapitel 12 und ciao.